Ah, sorry, hast eingeschlafen. Ja, moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gucken wir uns von Steam das kostenlose Spiel The Deer an. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, aber blau können wir gerne mal reinschauen, ne? Wenn ich das recherchieren konnte, sind das ungefähr 20 Minuten. Oh cool, Kaffee. Nee, Bigfoot-Expedition. Da kann ja sonst was drin sein. Kamera. Grant, this is Chad. Do you copy? Over. Hey Grant, we got a slight problem. I was just out here watching over these cameras. Number 2 stopped working, so I went out to look for it, and I can't find it, and now I'm lost. Which way is back to my base camp? Over. Was ist denn das Base Camp? War das das Headquarter? Ja, ich würde sagen rechts, ne? Denn er ist an Position 2. Ja, aber im Prinzip doch scheißegal. Ja, komm, wir machen rechts. Okay. I'm not sure if this is the right way, but I'll check it out. Ja, ich hab hier so eine Kinderkarte, Mann. This is looking familiar. Oh, there's the camera. I'll try fixing it. Over. Der Patterson Bigfoot. Meine Güte, jetzt sind wir hier die Bigfoot Hunter. Kann ich das Licht machen? Fire, Links, Reload. Oh, wir kriegen noch Waffen. Inventory, Tab, okay. Utes. Sehr schön, das haben wir auch. Jetzt, was war das? Got stuck on something, wenn du irgendwo festhängst, drücke Z. Kriegen wir wahrscheinlich einen Hinweis. Aber dafür sind wir jetzt auch zu früh. Wir sollen uns doch jetzt mit einem Kumpel treffen. Hier ist doch, glaube ich, ein Weg. Nein. Hier. Ja, die Grafik ist natürlich richtig schlecht, aber es ist ein 2 Jahre altes Gratisspiel. Mit Klippingfedern. Nee, the deer. Oh. Information. Auch kein Impuls, ich brauche eine Waffe. Also ich kriege jetzt die Zeit von irgendeinem dummen Hirsch. So ein Hirschmann. Mr. Jägermeister. Wie geil ist denn hier so laut, ey? Der tosende Wasserfall, Leute. Ich sehe schon. Wir müssen hier rüber. Nein. Wir mussten da nicht rüber. Folge dem Reh. Hey, yo. Wee.
Sag mal gut schnell! Okay, es wartet immer wieder auf mich. Sehr schön. Ja. Das ist eine ganz schön langwierige Szene. Bleib stehen, Harry Hirsch. Du mit deiner Analausdünstung hier. Ah, sorry, das sei geschlafen. Hey Grant. Ja cool, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben meine Sachen noch. Ey, wo ist mein Scheiß, Mann? Hast du mir meinen Scheiß gekauft? Feel free to grab some gear. Should be better than that cheap lantern you got. Er sagte, feel free to grab some gear. Wo haben wir denn Gear? Meine Lampe. Hast du meine Lampe gesehen? Ich hätte gerne eine Waffe. Oh, geil. What in tarnation? We should go check that out. It's gotta be Bigfoot. Ja, auf jeden Fall, das kann nur Bigfoot sein. It's coming from Bo's old cabin. Ja, wo ist denn die? Kommt von der alten Hütte. Geiler Magger. Die muss hier jeder kennen. Ich renn einfach hier querfeld ein, immer geradeaus. We gotta find what's making that sound. Deine Mutter macht den Sound, Alter. Die steht im Wald zwischen den Elchen. Das ist der alte Kevin hier. Weg den Scheiß hier. Die Razzia angesagt. Die Bigfoot Hunter sind hier. Oh mein Gott. Es ist rote Farbe. Ketchup, keine Ahnung. Es soll wohl Blut sein, aber das kann man als solches nur raten. Er hat auch irgendwas gejagt. A tripwire to close a door? To keep Bigfoot out? What's with all the blood then? Stolperdraht um die an der Tür, um Bigfoot rauszuhalten, verwundert er sich. Er klebt mir doch nicht immer am Arsch, du Penner! Ja! Didn't he just build a second door? Ja, aber auf der Zeichnung hier steht, dass auf dem Schrank eine Pistole ist. Naja, kann ja wohl noch ein anderer Schrank irgendwo sein. Ich kann durch die Decke springen. Das war ja richtig der spannende Ausflug. Moment, sind sie nicht zurück zum Camp? Sind wir hier fertig? Ah nee, wir sind ja durch die Hütte jetzt einmal durchgegangen. Alles klar, nein, da geht's ja auch nicht zurück zum Camp.
Keine Ahnung, ich weiß schon wieder nicht, wo ich hinrenne. Aber hat ja bis jetzt ganz gut geklappt hier. Keine Ahnung, ob man sowieso nur immer einen Weg laufen kann. I know what you're thinking, but you gotta go up there. I'll stay down here. There might be a Bigfoot. Keep watch for any Bigfoots. Der Jägerskollege da oben. Nein. Ah, noch eine, immer noch eine. Weidmanns, heil, Kollege. Hier ist keiner. Ein geschossen. Die Antenne anschalten. Wie schalte ich denn so eine Antenne an? Bei euch, Lucy Hirschköppe. Dann mit meinem Kollegen, wo ist der denn jetzt hin? Ich glaube, ich gehe wieder runter. Was soll ich denn hier oben? Die Antenne ist wahrscheinlich irgendwo anders. Easy, kein Fall Damage. Sehr schön. Digi, hallo? Von den Hirschkörben ist jetzt auf einmal auch nichts mehr zu sehen. Wo kommt das Ding jetzt auf einmal her? Kann mir auch keiner erklären. Nein, absolut nicht. Merkwürdiges Spiel, Leute. Wir haben die Hirschkörbe das da schnell aufgebaut. Da sind sie wieder. Danke für die Antenne, Jungs. Bei dem Gewehr schieße ich euch die Geweihe vom Kopf. Hallo. Ja, hier, schick mal Hilfe, Leute. What is your current location? Over. Ja, keine Ahnung, ich bin im Wald. We read you loud and clear. Stand by. Einfach mal Hilfe rufen. Ich meine, bis jetzt ist hier zwar nichts Bedrohliches, aber ich... We're unable to dispatch a helicopter to your current location. That area is a restricted airspace. Over. Was? Die schicken keine Rettungshubschrauber, weil hier kein Luftverkehr erlaubt ist in diesem Gebiet. That is classified information. Over. Klar, natürlich, was sie damit meint, aber das ist... Darf sie nichts zu sagen. Sie darf keine Auskunft darüber geben. Ja, ich meine... Man braucht in Horror-Games auch echt nichts mehr zu wundern. Vor allen Dingen seit Layers of 4 ist sowas hier gang und gäbe. Follow the deal. Wegen dem Scheiß hier heißt das Spiel überhaupt The Deal. Eins zu eins aber die gleiche Sequenz wie ihm. Sorry. Das ist echt ermüdend. Ich schneid's raus. 20 Minuten später. Die Autobahnbrücke hier. Okay, nicht ganz.
Rohrleitung. Öl, Gas, irgendwie sowas. Quer durch die Natur gibt's immer da. This thing on? Alright. Get this. I come to visit this cabin for the summer. Only to find some fools who call themselves Project 12 at my door saying that they're gonna build a pipeline right in my yard. Read my loader! I have no choice. I cannot come back next summer. Who are these guys? What are they transporting in that pipeline? Ja, egal, das interessiert mich jetzt auch nur so semi, was sie hier alles zu erzählen haben. Newspaper, 1 von 3. No inventory space. Jede Kugel einzeln. Und der lädt auch jede Kugel einzeln ins Gewehr. Oh Mann. Halt die Fresse jetzt hier. Unglaublich, Endlosschleife, ey. Kann ja immer noch keinen antun. So, ihr Hirschkalle. Wir haben ja alles, oder? Ja, ich denke schon. Einfach über diese Brücke hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Das geht mir aber schon die ganze Zeit so. Ich glaube, ich finde noch ein bisschen mehr Muni, obwohl, wo soll ich mir die denn hinstecken? Vielleicht sollte ich nicht gleich mit dem dicksten Gewehr losrennen. Okay. Die kann ich tatsächlich nur benutzen, um Holzarbeiten zu verrichten und nicht als Waffe. Es geht. Nix. Hab ich mir gedacht. Immer nur den Larry machen. Dann passiert eh nichts. Nicht mal eine Ahnung, wo ich hingehen soll, um irgendwas zu tun. Wie sie ihn so gar nicht stört. About that. Was war das denn? Ending 2 von 4, du stirbst. Ganz ehrlich, Leute. Das ist mir zu dumm. Das ist mir definitiv zu dumm. Wenn euch das Spiel aber richtig gut gefallen hat, ein Ende habt ihr jetzt gesehen, mir reicht das voll und ganz. Wenn ihr da richtig Bock drauf habt, ladet euch das runter, das ist für lau. Ich würde euch das auf jeden Fall mal vorstellen, viele Leute kennen sie mich noch gar nicht. Und ihr wisst ja, ich stelle euch auch gerne unbekanntere Spiele vor, so wie das hier. Guck mal, das ist 2019 rausgekommen und hat nur 29 Bewertungen, das ist echt traurig eigentlich, aber... Letzten Endes ist das Spiel auch nicht gut. Kann man nicht sagen. Also man kann hier tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen als das, was ihr bei mir jetzt gesehen habt anscheinend. Aber nein, ich muss es nicht weiterspielen. Ich hoffe, euch hat es aber Spaß gemacht und dass wir uns auch zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann, alles Gute. Ciao.